Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft Remastered. Ja, warum stöhne ich schon wieder so? Ich meine, wir sind immer noch in London und ich muss sagen, ich habe mich letzten Tag so ein bisschen davor gedrückt, aufzunehmen, aber es wird Zeit. Ich meine, ich komme nicht drum herum. Es ist nun mal etwas, was irgendwo überlebt werden muss, sagen wir es mal so. Ich meine, wir konnten ja zum Glück, sage ich mal, keine Themse überspringen. Bei Aldridge ist das jetzt nicht so. Wir machen einfach mal. Wir fangen einfach mal an, gucken, ob wir das irgendwie schaffen. Ich muss jetzt gerade erstmal orientieren. Wo bin ich? Warum bin ich? Ich bin fast tot. Ich habe irgendwie, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich ganz zufällig dieses Geheimnis freigeschaltet oder zumindest die Waffe gefunden, die. Es ist nicht die M16, es ist jetzt hier die. Irgendeine andere Maschinenpistole. So, das Problem ist halt, es ist sehr verwirrend. Ich kann mich halt an fast nichts mehr erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier irgendwie richtig bin, glaube ich. Ich glaube, hier muss ich irgendwie nach oben klettern. Auf jeden Fall muss ich irgendwo ein Dings finden, eine Münze. Ne? Damit ich denn. Ihr erinnert euch noch, dieses wunderschöne Rätsel mit dem Ticketautomaten, wo kein Schwein drauf kommt, ne? Aber wo das Spiel mir implizieren möchte, ja, das ist so ein normales Rätsel, wo irgendwie jeder normale Mensch drauf kommt. So. Wir speichern mal. Ich glaube, jetzt werden wir schon so ein bisschen angekokelt. Ne, wir überleben das, aber wir müssen das richtig abfangen. Oder richtig. Ah, hat sogar funktioniert. Okay, wir haben hier so einen Luftzug. Ist da unten irgendwas? Ach, Mensch. Ich sag mal so, dass das Schlimme ist, es wird ja auch nicht besser. Ne? Ich meine, nach Aldridge kommt ja, glaube ich, ja, nee, es ist. Lutzgate, ja, das ist ja noch furchtbarer. Ach. Gut, jetzt haben wir schon mal wenigstens einen. Ja, haben wir ein Medikit gefunden. So, jetzt mal gucken, geht's denn hier irgendwie lang? Nee, von hier oben sind wir ja runtergefallen. Ich weiß gar nicht. Ach. Hier können wir doch hochklettern. Ja, also scheinbar muss ich hier hoch. Das ist schon richtig, irgendwie dieser Gedanke. Ich weiß auch noch, dass hier irgendwas Wichtiges war. Nach diesem großen Bohrer, der da von oben kam, da gab es nochmal irgendwie einen wichtigen Raum bzw. Gang, der da hinter war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hopp. Aha. Ich sag's doch. Ich erinnere mich doch. So, jetzt geht hier irgendwo eine Klappe auf. Ja, und zwar. Das war in dem roten Rrrr. In den roten Rrrr. In den roten Raum. Ja, Lara, ganz ruhig. Muss ich gleich kreischend irgendwie in den Abgrund stürzen. Das ist nicht notwendig. Ich mache übrigens mal ein bisschen lauter tatsächlich. Ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schwerhörig bin, aber irgendwie ist es mir ein bisschen zu leise auf meinen Ohren. Obwohl, es geht eigentlich. So. Ich kann ja schon weiter nach oben. Das will ich ja wahrscheinlich auch, weil da liegen Munitionsstreifen für die Uzi, die ich immer noch nicht habe. Ich finde es ja lustig, dass ich irgendwie diese M16 oder was das ist da vorher gefunden habe. Bück dich mal. Jetzt, schnell! Bevor du dir den Skalp irgendwie verkokelst. Okay, ist nicht passiert. Gut. Was ist hier hinten? Ist hier noch irgendwas Schönes? Nee. Ja, das meine ich damit halt, ne? Das ist halt super verwirrend. Also ich meine, wenigstens ist es ja um einiges heller. Ah ja, hier bin ich, genau, hier bin ich wieder. Komme ich wieder zu dem einen Bahngang da oder zu dem einen Gleis, aber. Was möchte ich mal schauen, gab es hier hinten noch irgendwas? Hier hat man meine Pistolen zücken. Ja, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass mich hier nochmal ein Tier anfällt. Scheinbar nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Einer von diesen komischen Mutantenhunden. Nee. Gut. Immer speichern ist wichtig. Ich freue mich, wenn ich gerade bei dem hier ein gutes, weiß ich nicht, wenn ich hier mal gut vorankomme. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Da ging es runter. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Ich glaube schon, ne? Genau, da hinten war der rote Raum. Da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. Ich werde übrigens mal ein Medikit schlucken. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Bin ich richtig? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich wird mich eine U-Bahn anstupsen. Obwohl das hier ein verlassener U-Bahn-Schacht sein soll, fahren ja trotzdem noch genug U-Bahn rum. Aua, Schmerzen. Meine Hüfte. Mein Hypothalamus.
Dann war das schon mal hier nicht lang. Da unten haben wir einen blauen Gang. Ich glaube, das. Ah, nee, das ist das auch was anderes hier. Ich glaube, hier unten war die Sekte oder so. Oder dieser. Nee. Ist doch richtig. Ja, es irritiert halt so sehr, ne? Weil das ist ein blauer Gang, aber trotzdem der Raum, wo ich rein muss, der ist rot. Aber zumindest kann man sich so ein bisschen an den Farben orientieren. Das ist vielleicht. Ist es hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, besser gemacht. Gab es ja nicht irgendwo eine Bazooka oder sowas? Wenn ich jetzt richtig sprinte. Irgendwie ging das, glaube ich. Na ja, gut. Direkt der entgegenfahren. Übrigens saß da gerade ein U-Bahn. Saß da ein U-Bahn-Fahrer hinterm Steuer. Das ist ja auch lustig, ne? Hat ja auch nicht geregt so. Na ja, gut, ich meine, ergibt Sinn, dass das Ding wahrscheinlich von alleine losfährt oder sowas, aber fand ich gerade schon irgendwie amüsant. Aber das Rote, das brennt mir so ein bisschen die Netzhaut weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon sehr, sehr hell, ne? Also. So. Und. Jump! Und dann schauen wir mal. So, jetzt wieder den mühseligen Weg wieder nach oben springen. Wir kennen das ja schon. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ja, also ich meine, ihr merkt, mir machen die London-Level wirklich keinen Spaß. Das ist halt so. Ich könnte mir wirklich Schöneres vorstellen, aber. Ist okay. Das Beispiel ist nicht okay. Aber es kann ja nur besser werden. Ich meine, wir haben es jetzt schon. Wir haben es ja schon mal durchgespielt. Zum Glück haben wir noch keine Sabatus Tomb Raider 3-Version von. Ja. Von Lutzgate oder sowas und von Aldwych gehabt. Das wäre es auch. Müsste ich eigentlich mal nachgucken. Würde mich echt mal interessieren, wie weit da der gute Sabato ist. Könnte ich ja auch mal so in die Runde, also die Frage in den Raum werfen, ob denn meine werten Zuschauer sehen wollen, wie ich mich durch Sabatos Tomb Raider 3 durchquäle. Weil wir wollen mal ehrlich sein, er wird das fertig kriegen. Ne? Und es wird nicht einfacher werden. Also. Gerade sowas wie London, was schon im Originalspiel furchtbar ist. Möchte man das wirklich als Sabato-Version haben? Möchte man das? Ich glaube irgendwie nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt muss ich hier so komisch um die Ecke springen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist jetzt. Wie lange ist jetzt her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe? Ja, so lange auch noch nicht. Ein paar Tage, aber. Also ich muss mich an der Wand hier, an der Decke lang bewegen. Müsste ich eigentlich, aber da ist die Klappe aufgegangen. Genau, die ich auch beim ersten Mal ewig gesucht habe, weil ich nicht wusste, wo geht's hier lang? Was hat das alles zu bedeuten? So. Oh ja. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Gebiet gefunden, wo wir noch nicht waren. Lara verschwindet so mit der halben Stirn in der. Ja, in der Decke. Ja, Lara. Wunderschön hier, ne? Die Türen öffnen. Ah! Geh weg, du Ekel! Die halten ein bisschen mehr aus. Sind ja auch so Mutantenhunde. So, die Leiche wird nichts für mich noch übrig haben hier, was ich aufnehmen kann. Ja, wo ist der andere? Ist einfach verschwunden oder was? So, hier ist Schicht im Schacht. Da hat jemand das Rolltor runtergemacht. Okay, ist auch schon mal interessant, dass ich dann doch hier die Stelle gefunden habe. Ja, schade, dass er einfach verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist. Ich hoffe nicht. Ach, Lara. Ach, wenn du wüsstest, was noch so leveltechnisch auf dich zukommt, das ist wirklich, naja. Ja, was ist jetzt hier? Wie die Musik ist. Also, komm, erstmal, wo sind die Töne gerade sehr leise? Ich habe auch nichts umgestellt, also eigentlich müsste das gut funktionieren. Müsste alles eigentlich ganz normal funktionieren. Oh, jetzt geht die Klappe da auf. Okay, jetzt habe ich hier irgendwas gemacht. Ist da irgendwas in der Furche? Nee. Furche ist abgeschlossen. Alles gut, also.
Gut, jetzt haben wir hier eine Klappe geöffnet. Wunderbar, da können wir uns elegant reinfallen lassen, wie so ein Schinken. Und da gucken wir mal, was sich hier befindet. Hoffentlich nicht nur ein Sekret, sondern wirklich auch ja, etwas, was uns im Level weiterhilft. Ja, ich meine, ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, dass ich jetzt wirklich London nicht nochmal durchspielen wollte. Also jetzt hier keine Attempts, aber das ist halt so. Ich meine, wenn ich es überspringen kann, ganz ehrlich, dann mache ich das, ne? Okay, jetzt haben wir schon mal die Tür geöffnet. Das ist auch so ein Gebiet, was ich am Anfang komplett übersehen habe beim letzten Durchlauf oder beim Originaldurchlauf. Okay, warum ist das jetzt hier so grün und hier nicht so? Ach ja, ich erinnere mich, das war irgendwie noch so ein komisches Türrätsel, oder? Man muss sich da irgendwie rennen und ich erinnere mich, das war die reinste Qual hier. Jetzt will ich mich aber erstmal hier umgucken, ne? Also, da wird sich außerdem noch ein Typ befinden, den ich wahrscheinlich abschießen muss. Also, die London Level vereinen alles, was Spaß macht. Ihr seht das schon, ne? Komm zu Mama Lara. Na los. So, hier geht's nicht rund. Okay. Da geht's nicht hoch. Scheinbar, leider. So, und weiter. Jetzt auch nicht hoch. Na gut, also hat es mir nichts gebracht, dass ich die Dings aktiviert habe. Ja, sah ich ja so. Die eine Tür hat jetzt irgendwas geöffnet. Wahrscheinlich erstmal muss ich links den Schalter umlegen. Muss wahrscheinlich dann doch hier lang. Oder bin ich von da gekommen? Ich weiß es auch nicht. Ja, nee, aber es stimmt schon mal hier. Genau, hier war der Untergrundsafe und dieses Loch, wo ich immer reingefallen bin. Wirklich immer. Was steht da? Mind the gap. Ah, mind the gap. Ja, achte auf die Furche. Ja, ich achte schon auf. Nein, ich sag's nicht. Nein, ich verkneif's mir an dieser Stelle. Ja, mind the gap. Ist das ein Hinweis darauf? Ist dahinter vielleicht wirklich so ein kleiner Spalt, über den ich springen muss? Das heißt, wir müssen jetzt hier elegant durchrennen. Am besten so schnell wie möglich. Wahrscheinlich müssen wir auch noch gleich den anderen Hebel, den anderen Schalter aktivieren. Erstmal den hier. Jetzt schnell den hier. Und renne! Los! Schnell! Nicht gegen die Wand und nicht in die Pfütze. Nicht in die Pfütze! Ach komm! Ja, Safe Deposit. Ich sehe ja nichts Safe Deposit-artiges. Wenn hier die Safes schon einfach so im Wasser rumlungern. Na, scheiße. Das ist gar nicht so einfach. Also ich muss hier wirklich schnell lang rennen. Dafür nirgendwo hängen bleiben. Machen jetzt erstmal die eine hier. Das ist erstmal das hier. So, jetzt rennen. So, rennen. Oh, Lara. Oh, ich hasse das. Warum ist hier so diese scheiß Pfütze? Dann nochmal raus, dann machen wir das jetzt nochmal. Wir machen das so lange, bis es irgendwie funktioniert. Ah, ei, ei, ei. Also, Lara, tun Sie es bitte nochmal. Sprint und Sprint und Sprint. Ich muss hier eine scharfe Kurve nehmen. Also anders geht's nicht. Aber wenn ich von hier angerannt komme, kann ich dann auch einfach den machen. Ich könnte mal versuchen, genau, dann mich mal auf dem Boden so zu drehen. Dann ist der Winkel zwar nicht ganz richtig, aber zumindest bin ich schon mal richtig ausgerichtet. Ich habe halt keine Ahnung mehr, was ich hier machen muss. Das ist das Problem, ja. Also, ich habe das schon so ein bisschen aus meinem Gedächtnis herausgestreicht. Herausgestrichen. Ich kann nicht mehr sprechen, es tut mir leid, aber das Level macht mich einfach zu fertig. Eigentlich möchte ich nur zu Nadla, ne? Nicht zu Nadla, sondern. Jetzt verwechsel ich die schon hier. Zu Sarah Lee, ne?
wie ich das geschafft habe, aber es wird wohl nichts. Okay, hier ist auch eine Tür. Ah. Warum erschrecken die mich heute so? Was ist denn da los? Ich erwarte die doch eigentlich. Irgendwie kriege ich jetzt jedes Mal einen kleinen Schreck hier. Wo bin ich denn? Ach, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang oder was, ne? Haltet, halt. Das ist doch der Anfang. Ja, also es hilft nicht weiter, dass ich jetzt immer wieder hier am Anfang rauskomme. Okay, gut, aber da habe ich schon mal das, die Tür geöffnet. Die ist auch nur von einer Seite scheinbar zu öffnen. Anders geht's gar nicht, scheinbar. Hm. So, dann muss ich also mal irgendwas hier in den Räumlichkeiten erledigen. Gehen Sie mal raus, Miss Croft, ne? Kann ich hier irgendwas schieben? Nein. Aber es ist eine Tür, die es zu öffnen gilt. Da oben ist zumindest... Ja, da kann man irgendwie runterfallen, aber das will ich wohl nicht. Ich glaube, ich will dann eher hier raus. Oder vielleicht auch nicht, weil jetzt bin ich wieder... Bin ich wieder hier. Ja, kann ich ja mal nutzen, um Chance nutzen, um eine der anderen Türen. Ja, eine der anderen Türen durchtreten. Wenn ich denn mal schnell genug wäre, aber bin ich nicht. Deswegen warte mal, bis das sich jetzt wieder deaktiviert hat. Können wir nicht einfach irgendwie einen Klebestreifen drüber kleben oder so? Dann bleiben die wenigstens so und dann muss ich mir da keine Gedanken machen, aber macht Lara ja nicht. Na rein! So. Hä, wo bin ich denn hier? Da ist wieder eine Tür, die offen war. Okay. Oh. Okay, also ich, da war auf jeden Fall das schon mal gut. Da war ein Schalter. Das heißt, ich müsste eigentlich von der Logik her, wenn das jetzt alles Sinn ergibt, müsste ich jetzt den rechten Schalter drücken, dann durch die hinterste Tür durch. Dann da den Schalter betätigen und dann hoffen, dass alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Natürlich gar nicht so einfach hier. Bis da hinten hinzukommen. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. So, was passiert jetzt? Gut, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber irgendwann hat sich eine Klappe geöffnet. Ach, ich liebe das immer, wenn das Spiel dir keinen Input gibt, was gerade passiert ist. Es ist immer einfach, ja, da ist irgendwas passiert. Du wirst es schon noch sehen. Ja, also ich kann halt einfach nur darauf hoffen, dass irgendwo in meinem Hinterkopf, ja, sich da irgendwas aktiviert. Wir werden sehen. Das heißt, ich mache das jetzt nochmal und guck mal, ob jetzt in der mittleren Tür, ob sich da was geändert hat. Das würde mich mal interessieren. So. Und zack. Und renne. Los. Und weiter. Zieh, Lara, zieh. Da rein, da. Nicht klemmen. Nicht hängen bleiben. Ja, da hat sich was geöffnet. Sehr schön. So. Ja, Katze? Na, du hübsches Ding? Ja. Weißt du, ich habe mich schon so oft erschrocken hier durch die komischen Mutanten, die hier rumlaufen. Jetzt kreischst du mich auch noch an, also. Am Ende kriege ich ja noch einen Herzinfarkt, ne? So, was habe ich jetzt hier gekonnt? Okay. Ich habe schon mal die Klappe dazu gemacht, sonst wäre ich durchgefallen. Kann das sein, oder... Warte mal, das kann doch nicht stimmen. Ich bin den Weg jetzt warum gegangen? So, hier würde ich durchfallen. Okay. Och, Katze, was ist denn los? Ja. Ist doch gut. Na, komm mal her. Katze braucht Aufmerksamkeit. Na, komm. Ja. Schnurr.
Ja. Du bist eine kleine Krähe manchmal. Ja. Schnurr. Sorry, Katze braucht mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Da muss man alles stehen und liegen lassen. Man kennt es ja nicht anders, ne? So, aber jetzt verstehe ich halt nicht. Okay, ich meine, ich drücke jetzt den Schalter und dann heißt das ja eigentlich nur, dass das jetzt hier zu ist. Ich komme weiter, was ja sehr schön ist, aber. Was habe ich denn gekonnt? Ich meine, ich fahre doch dann einfach nur wieder. Oder. Ist okay. Ich atme jetzt mal durch und sammle jetzt erstmal ein bisschen meine Kräfte. Ja. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir jetzt mal den ersten Schalter drücken, dann mal durch die andere Tür gehen. Vielleicht hat sich da jetzt ja irgendwas von der Levelkonstruktion geändert, die ich dann da wieder nachvollziehen kann, wenn ich nicht wieder im Wasser lande. Ich lande im Wasser, heißt es. Ach, Aldrich. Wer mag eigentlich die London-Level? Ich meine, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, mögt ihr die London-Level wirklich? Ich meine, sind das so Spielabschnitte, wo ihr sagt, ja, toll, wunderbar. Ich habe noch nie so was Schönes in meinem Leben gespielt. Ja, und jetzt, ich renne so ungünstig, das ist unfassbar. Also. Sehe schon, wahrscheinlich wird meine ganze Aufnahme, die ich heute mache, nur London sein oder Aldwych. Ja. Nur Aldwych, das wäre 2,5 Stunden irgendwie Aldwych spielen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Lara, rennen. Renn um dein Leben. So, Rainer, schnell. So. Gut, jetzt haben wir da oben die Klappe. Ah ja, ich erinnere mich. Warte mal. Konnte ich jetzt hier nicht. Ja, das war das Rätsel. Okay, dann war es doch richtig. Obwohl das halt so komisch aussieht. Sieht aus, als ob ich da gar nicht hingreifen könnte, ne? Und Lara denkt das wahrscheinlich auch, weil sie einfach gerade in die Luft greift, ne? Naja. So, hopp. So, meine Katze hat sich wieder so richtig schön vor den Monitor gesetzt. Ach, Katzen. Wer liebt sie nicht, hä? Oh, was habe ich denn da gefunden? Le Clé. Wunderbar. Ist wahrscheinlich auch wichtig, ne? Das ist hier der Sektenschlüssel. Salomos Schlüssel. Ich glaube, den brauchte ich ja für die. Ah, ich glaube, den brauchte ich da um. In diesen einen Sektenraum da oder was das war. Da gab es ja diese. Ja, diese Untergrundsekte. Da musste ich das doch irgendwie einsetzen, glaube ich. Waren da nicht Schlüssel? Ich meine, ich habe jetzt einen gefunden, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen hier. Ich glaube, hier ging es lang, wenn ich mich recht entsinne. So. Jetzt sind wir wieder in dem Raum. Dann müssen wir jetzt ja eigentlich. Kommen wir auf die andere Seite. Wir haben jetzt. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Ugh. Ganz. Ganz zum Anfang wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Also eigentlich wollte ich. Warte mal. Komme ich denn wieder in diesen einen Bahnabschnitt, in diesen einen Gleisabschnitt? Jetzt nicht der hier, sondern wirklich der, wo ich herkam. Weil da war ja immer jetzt eine linke Tür und dann eine rechte Tür. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich muss den Weg wieder zurückwählen, oder? Hier komme ich ja nicht durch. Die Tür ist ja verschlossen. Ja gut, Leute, da müssen wir wohl wieder durch, scheinbar. Ich habe das Gefühl, dass ich nochmal durch den roten Raum muss. Ich will mir das nochmal angucken. Das kommt mir alles so komisch vor. Genau, da nehme ich die rechte Tür da. Die müsste sich öffnen, wenn. Ja, wenn ich in diesem einen Bahngleis dann halt. Oder Bahnabschnitt. Richtig abbiege. Ich sag da, das Level ist wirklich, also, vor allem ist es ja auch irgendwie gefühlt riesig, ne? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein großes Level ist, aber es fühlt sich halt durch diese ewig langen Bahngleise und so halt riesig an. He's watching you. Ja, bitte nicht. Ich will nicht beobachtet werden hier.
So in New York. Gucken, ob das jetzt hier richtig ist. Ja, genau, das war ja blau, das ist schon mal eine korrekte Annahme. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Dann das Ganze backtracken. Also wie gesagt, kann es sein, dass ich jetzt gerade einen Fehler mache oder dass ich jetzt gerade, dass es eine falsche Annahme war, hier nochmal hinzukommen. Oder man weiß nie. Hobbidi-hop. So. Och, Lara. Na gut, das war wahrscheinlich jetzt meine eigene Schuld. Ich hätte auch greifen können, aber sie hat sich wieder so komisch gedreht. Ich dachte so von der Sprungdistanz her, kriegt sie es eigentlich hin, aber scheinbar nicht so wirklich. Hopp, da musst du wohl greifen. Lara, du musst begreifen, dass du greifen musst. Speichere mal noch. Ja. Also bis jetzt bin ich noch nicht völlig verzweifelt, was schon mal ganz gut ist. Also ich habe das Gefühl, ich komme zumindest so semi-gut ran, voran. Ja, aber jetzt nochmal wegen Sabato. Ich weiß, ich glaube, nochmal Sabato kann ich mir, glaube ich, nicht antun. Also dafür gibt es halt so viele andere Spiele und auch andere Custom-Level, die ich lieber spiele wahrscheinlich. Ich werde, vielleicht mache ich es, mal gucken. Aber ach, ich weiß nicht. Die Motivation ist halt sehr, sehr begrenzt, muss man jetzt wirklich mal so konkret sagen. Ja. Aber hier wollte ich doch gar nicht lang. Ich wollte nämlich da wieder hoch. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade einfach nur den gleichen Weg wieder gehe. Ich meine, ich gehe den gleichen Weg, aber da gab es doch noch eine Abzweigung, oder? Glaube ich zumindest. So. Meine, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier da links in den Schacht rein. Das war ein Schalter, wenn ich mich recht erinnere. Ach Mann. Was ist, wenn ich den wieder zurückschiebe? Kann das sein, dass es dann irgendwie wieder eine andere Tür öffnet? Mal. Und? Was tut sich gar nichts. Also ich dachte jetzt, höre ich vielleicht das erlösende Klicken einer Tür. Irgendwie konnte ich denn das so sehen. Na gut, es vermengt sich ein bisschen mit den Bodentexturen. Also die Lichtverhältnisse sind schon krass, wie unterschiedlich die sind. Die haben also wirklich dieses sehr düstere, ich finde auch atmosphärischere. Also ich weiß nicht. Das sieht alles so ein bisschen, ja, ein bisschen lebloser irgendwo aus, was wahrscheinlich Sinn ergibt, ja, weil es halt einfach künstliche Beleuchtung ist oder so, aber finde ich das wahrscheinlich ein bisschen schicker. Was wollte ich denn jetzt hier oben? Hat das irgendwie. Ihr merkt schon, ich bin wieder völlig verwirrt hier. Also, da oben war auch noch was. Ich meine, von da oben bin ich doch, da oben bin ich doch letztendlich irgendwie in den Gang gekommen, oder? Naja. Also, ich bin mal, ich sag mal so, ich beneide nicht die Leute, die das jetzt zum ersten Mal spielen. Also, das muss halt wirklich ein sehr. Also, ich bin's jetzt schon verwirrt, ne? Also, und ich hab's jetzt schon mehrmals gespielt, aber ich glaube so. Also ich kenne keinen Let's Player, der sagt, wow, Aldwych, my all-time favorite. Ich höre dann immer eher sowas wie, ah, nein, Lutzgate, Aldwych, verschont mir, jetzt können wir in ihre Hüfte reingucken. Das ist die Hüftschau, sozusagen. Also was sage ich denn jetzt hier mal? Ich bin hier letztendlich durch, ne? Also. Genau. So, hier runter. Aber das wollte ich ja eigentlich nicht so. Wenn ich jetzt hier weiter renne, komme ich in den Raum rein. Das heißt, jetzt
ja doch nichts mehr zu holen. Ist hier unten war noch irgendwas versteckt, oder? Ich war ja schon. Oh Mann, ey. Ich glaube, ihr versteht jetzt, dass ich sage, so London. Sind jetzt nicht meine Lieblingslevel. Jetzt komme ich wieder hier raus. Was ist denn hier los? Wo bin ich denn? Na gut, dann. Ja, nee, dann geht's hier zumindest nicht mehr weiter. Aber wir müssen trotzdem noch diverse Sachen nachschauen. Nee, komm, ich will ja raus. Das ist. Ich kriege schon wohl Kopfschmerzen, ey, bei diesen ganzen rumgelatschten Salomo-Schlüssel habe ich. Gut. Gut, jetzt sind wir wieder in dem Gebiet. Das ist genau hier wollte ich hin. Denn ich wollte mal gucken. Ja, warte mal. Von da bin ich doch gekommen, oder? Nee, da komme ich. Das war doch nur dieses Unterwassergebiet. Nee. Konzentrier dich, Jock. Konzentrier dich. Hier hinten. War das das Loch, durch das ich durchflutschen wollte? Nee, ganz und gar nicht. Das ist der Anfang. Ey, das ist so ein. Oh, Mann! Wirklich. Also, ich weiß nicht, was sie sich mit den London-Abschnitten gedacht haben hier. Oder was sie sich da zusammenklamüsert haben. Das ist wirklich furchtbar. Also. Man kann es nicht anders sagen. Jetzt gehen wir mal rechts rein, jetzt haben wir uns mal nicht nach unten fallen lassen, weil da geht es ja nur wieder zu dem Gebiet, was wir kennen. Ich will mal gucken, ob wir faktisch irgendwie oben bleiben können. Das wäre schön. Das wäre sogar sehr schön. Wenn wir jetzt irgendwie so springen können, dass wir nicht in die Tiefe fallen, uns krachen, das Genick brechen und Lara mal wieder tot ist. Wie sie es so oft ist. Also wundert euch nicht, falls ich in dem Spiel. Ah, ich saß doch. Ja, da ist nämlich ein Hund. Man wundert euch nicht, falls ich mal zwischendurch eine Pause mache oder sowas, aber wie gesagt, bei den Leveln brauche ich eine Pause. Das ist. Ja, als ob. Brauchen die erstmal. Hat der Hund jetzt irgendwie 3 Schuss gebraucht von meiner Schroti? Ernsthaft? So. Aber das ist doch gut. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Das heißt, wir können jetzt auch mal hier lang laufen. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Hier scheinbar irgendwas vorbeigefahren, das ist schön. Ich finde auch lustig, dass hier trotzdem noch U-Bahn vorbeifahren, wenn man bedenkt, das ist eigentlich eine verlassene Station. Ja, wie ist das überhaupt möglich? Was steht denn hier? Hier sieht man gar nichts, hier sieht man. Okay, Westbound Trains, to the Trains, way out, Kentish Town. Oder wo ist eine Ratte? Aber die höre ich jetzt mal, eine Mutantenratte. Tufnell Park, Highgate, Hounslow, Richmond, Ealing, Victoria, Wimbledon. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das wirklich die Stationen sind, die tatsächlich vor und nach Aldwych platziert sind oder stattgefunden haben. Weil man muss ja sagen, Aldwych ist ja, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe oder wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat das ja mal existiert so. Ich meine, das war ja wirklich mal eine U-Bahn-Station, die aber wirklich abandoned wurde, sage ich mal. So rein, ne? Nö. Nochmal? Nochmal bitte? Verstehe ich nicht ganz. Nö. Mach ich nicht, nö. Verschwinde, nö. Ja, was soll ich faktisch jetzt hier machen? Ich glaube, da unten war das Sektentreff, oder? Der Sektentreff. Der Treff, das. Der Treff. Ja, es ist echt. Es wird langsam echt spät hier. Ich wollte tun, weil ich hab mir jetzt geschworen, nein, Doc. Du wirst Tomb Raider jetzt spielen. Okay, da geht's nicht weiter. Auch wenn es London ist, da musst du durch. Ich meine, alles, was danach folgt. Ja, es gibt da immer noch die Stadt von Tinnos, was jetzt auch nicht gerade das beste und schönste Level aller Zeiten ist, aber. Nichts ist so schlimm. Ja, doch, gut, das komische Rätsel da in Tinnos ist nochmal ganz, ganz furchtbar. Dieses Rätsel von wegen, ja, wer frisst wen oder sowas, das war auch eher unangenehm.
glaube, da könnte ich irgendwo rein, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Na klar, da komme ich rein. Da war die Bazooka versteckt, glaube ich. Bilde ich mir das gerade ein oder ist da eine Furche? Ich meine, hier ist es so dunkel, dass man gar nichts sieht. Nö. Ist nur eine Wand oder hinten. Sieht man schon, dass er da steht, ne? Nee, nein, da ist gar nichts. Hier ist nichts. Also ja, da oben ist eine Tür. Die kann ich irgendwie öffnen. Aber scheinbar noch nicht aktuell. Weil mir fehlt irgendwas. Ein Schlüssel. Ein Nupsi. Ein Stöckchen, was ich da, womit ich das Schloss auffummel. Irgendwas. Irgendwas, was gerade noch nicht aktuell in meinem Besitz ist. Muss ich hier hinten nicht irgendwas machen? Doch, das war doch hier dieser komische Geldautomat, oder? Ja, genau, hier hinten muss ich nämlich eine Fahrkarte kaufen oder so ein Scheiß, ja. Und das war irgendwie so gut. Heißt ja eigentlich, wir müssen dann wieder zurück. Aldrich macht Spaß. Es gibt nichts Schöneres, das beste Tomb Raider Level aller Zeiten. Das weiß doch jeder. Hopp. Schubidubidubidu. So, gut. Dann gehen wir mal jetzt zu dem anderen Bahnsteig. Merkt ihr den Spaß? Es ist so toll, so wundervoll. Aldrich ist ein Traum. Jetzt kommt gleich nochmal so ein Vieh um die Ecke wahrscheinlich, ja. Dachte ich mir. So. Tja, und die Kumpels im nächsten Level, die werden sich freuen, dass ich dann sage, naja, ich habe hier übrigens eure Kollegen abgeknallt, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. So, war das jetzt ein Sekret oder war das der Weg? Ich muss übrigens mal wieder von oben anfangen. Oh! Le Secret Grand. Na, eigentlich nicht. War's das? Das war ja unfassbar. Ich kann es kaum glauben. Einmal Schrotflintenmunition. Das war das schönste Secret, was ich jemals gesehen habe in diesem Spiel. Ach Mann, nee, wo muss ich denn lang hier? Das ist. Mir fehlen noch so diverse Sachen. Ja? Ich wieder. Eine Bahn wahrscheinlich entgegengebrettert. So, jetzt werden wir mal genau nach oben, bitte. Keine Themse, ja, das haben wir zum Glück schon durch. Aber der fährt auch wirklich bis zum bitteren Ende. Der lässt uns auch nicht in Ruhe, ne? Habe ich auch bei dem. Nee. Wir können ja nicht entkommen. Geht nicht. Aber irgendwo war, also an einem dieser Gleise war die Bazooka versteckt. Kann sein, dass es hier auf dem Gleis ist. Was ist das? Ratten sterbt. Ich bin mal gespannt, was mich mal interessieren würde, ist, ob die wirklich, ob die auch Teil 4 und Teil 5 remastern. Teil 6 bräuchte nicht nur Remaster, Teil 6 bräuchte wahrscheinlich eine komplette Renovierung, sage ich mal, ne? Also. Oh. Du Arschloch, Alter, Mann. Warum bin ich denn heute so Schreck gehabt? Was ist denn los hier? Boah. Ja. So, jetzt hab ich, wie habe ich den jetzt gespeichert? Na ja, gut, das wird jetzt nichts. Scheiße. Muss ich nochmal den Feier Speicherstand nehmen? Nein, nicht den hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da unten zur Sekte geht. Deswegen will ich erstmal jetzt hier oben nachgucken.
Hier gibt es nämlich auch noch so ein, ja, so ein paar Treppchen. Wo führt das denn hin? Führt das etwa zu... Na! Die halten aber auch viel aus, die Viecher, ey, wirklich. Ah, okay. Ich weiß, wo wir, ich weiß ganz genau, wo wir sind. Hier oben war dieser komische Ticket. War ja der Ticketautomat oder irgendwie war hier die. Irgendwas war ja, ich glaube, hier findet man eine Münze oder irgendwas, aber. Oh, hier die Illuminati, da sieht man sie schon. Tja, das alles sehende Auge. Uah. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Das ist hier so eine sonderbare Levelstruktur. Ist unfassbar. So, aus dem Loch bin ich gekrochen oder kam ich gekrochen so. Da muss ich hin. Das heißt, ich springe jetzt hier hoppedy-hopp. Oder ich glitsch mich einfach wieder ins Wasser. Das geht natürlich auch. Ist alles im Bereich des Möglichen. Wie du willst, Lara. Ach ja. Naja, wie gesagt, wegen Angel of Darkness. Ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird. Angel of Darkness Remastered. Was ich mal auf jeden Fall machen wollte, ist ja, es gibt ja von Angel of Darkness zumindest ein Fan-Level. Na, also so ein Custom-Level. Das zumindest, ja, das Paris-Level und alles verbessert haben soll. Ich würde es mir mal angucken. So ist es nicht, ne? Ich meine, gesagt, ich habe jetzt schon Angel of Darkness durchgespielt. Schlimmer geht's gar nicht. Also. Und ich breche ja selten Spiele ab, ne? Also, ich sag mal, das habe ich nicht abgebrochen zum Beispiel. Also, ich sag mal, ich breche natürlich Spiele ab, wenn sie mir nicht gefallen oder wenn halt irgendwie kein Ende in Sicht ist. Also, deswegen zum Beispiel bin ich gerade aktuell nicht so der Fan davon, für meinen Kanal sowas zu spielen wie Roguelikes, obwohl ich Roguelikes eigentlich sehr mag, aber die sind ja oft beinhart, ne, von dem Schwierigkeitsgrad her, muss man ja konkret mal sagen. Und ja, da wird das halt nichts. Also dann ist es halt so, da kann man halt faktisch irgendwie 5000 Stunden spielen, ja. Das ist halt auch nicht so, so praktisch. Also man möchte da irgendwo auch das Ende mal sehen, so, ne? Und deswegen, ja, ich sag mal, ich bevorzuge dann doch eher so Story-Spiele. Deswegen, ja. So, hier. Wow! Es ist unfassbar! Sie haben es gemacht! Sie haben selbst erkannt, ja, es ist scheiße. Insert your ticket. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Sie haben es verändert. Ist unfassbar. Ich will nur eine Münze finden. Ich habe keine Ahnung, wo es eine Münze gab oder so. Ob die irgendwo beim Schalter war oder so. Weiß ich nicht. Es ist, sie haben es echt verbessert. Also genau, ich breche ja selten Spiele ab, da war ich habe gerade überlegt, hey, wovon habe ich gerade gesprochen? Ich war gerade so fasziniert, dass sie das jetzt wirklich hier verbessert haben. Ja, also ein Beispiel ist leider Persona 3 gewesen, was ich am Ende abgebrochen habe, wegen eines sehr, sehr unschönen Bugs. Da könnte man irgendwann sich überlegen, ob man vielleicht Persona 3 hier Reload spielt. Weiß ja nicht, also ist trotzdem immer noch, ne, ist trotzdem immer noch das gleiche. Also, es ist natürlich ein verbessertes Spiel und wahrscheinlich auch eine verbesserte, ja, einfach eine verbesserte Experience, aber so immer noch Persona 3. Ich weiß nicht, war das bei der Sekte zufällig oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal. Also, ich weiß nicht, ob mein Gefühl mich gerade trügt. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal ganz hoch zu den Stahlträgern, also sozusagen hier über das Dach, sage ich mal. Kann da vielleicht eine Münze rumliegen oder liegt hier eine Münze rum? Was ist das dunkel hier? Warum ist es so dunkel? Da unten steht auch Ticket. Ich glaube es nicht. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber da steht Ticket.
Immerhin, also ich meine, klar ist jetzt nicht irgendwie ausgeleuchtet oder, weiß ich nicht, glüht in allen möglichen Farben, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz klare Verbesserung. Eine wichtige Verbesserung. Weil vorher würde man ja auch nie denken, gut, vorher würde man ja auch nicht denken, ja, ich muss ja wirklich mit dem Ticketschalter interagieren. Ich meine, in welcher Welt kommt man da drauf? Naja, gut, jetzt bin ich wieder. Hier, das war jetzt auch nur im Kreis gelaufen. Ist die Münze nicht relativ früh oder bin ich jetzt hier etwas verwirrt? Die Münze war ja nicht auf dem Boden, oder? Da alles so dunkel, ich sehe nichts. Alles ist düster. Ja, ich weiß nicht, also ich muss sagen, so im Original. Das sage ich ja immer wieder, egal wie, was ich jetzt von den London-Leveln halte, ne? Aber so atmosphärisch sind die schon ziemlich geil und das ist auch eine nette Abwechslung, ne? Und das will ich auch gar nicht leugnen. Aber so leveltechnisch, ihr seht, das ist labyrinthartig ohne Ende. Man weiß nie, wo man lang muss. Gut, dann werden wir jetzt zur Sekte gehen. Dann werden wir mal gucken, ob wir da in diesem Hauptraum, in diesem Zeremonieraum eine Münze gefunden haben oder ob wir die da finden. Ja, aber ich sag mal, ich mag auch die Level nicht, die halt so aufgebaut sind wie hier. Sondern man halt immer von einer Sache zur nächsten springt. Oder sag ich mal, immer wieder hin und her läuft und irgendwie hat man das Gefühl, ja, so wirklich vorankommt man nicht. Das speichere ich mal, jetzt kommt. Jetzt müsste ich dieser Typ da sich verstecken und mir die Tür vor der Nase zuschlagen. Na, habe ich recht. So. Da habe ich schnell genug reagiert. So, dann geht jetzt hier. Das müsste die Tür genau zu dem Sektengang da sein. Aber hier unten geht's weiter. Da müsste jetzt die Bazooka sich befinden. Oder die Panzerfaust. Oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Kann das sein? Ist es möglich? Ich speichere nochmal. Wahrscheinlich nicht. Wo war das denn, verdammt nochmal? Ich komme da nicht drauf. Ich werde da nicht drauf kommen. Keine Ahnung. Ja, ist halt komisch, dass man da nochmal so weit laufen kann irgendwie. Das war der Raum, in dem ich mich jetzt gerettet habe. Hier. Der komische Speicherkristall oder was das ist. Also, ja, wäre wahrscheinlich ein Speicherkristall. Na dann, auf zur Sekte hier. Achso, ich dachte, was kann ich da aufnehmen? Nein, das war wieder die Fackel, die ich hinwegwerfe. Das ist auch so ein unangenehmes Rätsel. Irgendwelche Schalter drücken und dann hoffen, dass man die richtige Tür aufmacht hier. Okay. Da, bevor ich mich da stelle, mache ich erstmal kurz eine Pause. Da muss ich mal kurz durchatmen. Ne? Bis gleich. Ja, also das Problem ist, wir müssen trotzdem weitermachen, ob wir wollen oder nicht. Ja, jetzt sind wir hier, ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeatmet, habe nochmal etwas Energie geschöpft. Oder, was heißt Energie geschöpft? Eigentlich nicht. Ich saß einfach da und habe mir gesagt, Doc, zieh die Scheiße jetzt durch. Also wahrscheinlich gibt es ja irgendwie, ich weiß, dass es hier irgendwie eine. Wie soll ich sagen, einen Sinn hinter diesen Rätsel gab im Sinne von die Symbole bedeuten irgendwas, aber naja. Ja, Moment, ich muss kurz niesen. Ich werde mal kurz. Okay, nee, muss ich doch nicht, aber es hat gerade so in der Nase gekitzelt. Ich dachte, bevor ich jetzt hier ins Mikrofon kreische, ja. Spare ich mir das mal, oder werde ich mich da mal ein bisschen zurückhalten? Oh ja, Lara. Was weiß ich, welchen ollen Knopf ich jetzt hier drücken muss, ne?
Das ist halt. Na gut, der Knopf muss auf jeden Fall immer offen sein, sonst komme ich hier nicht rein. So. Das Ding war auf jeden Fall vorher nicht offen, oder? Oh, war das offen? Jetzt ist die Klappe hier offen. Also, ganz klare Sache. Ich drücke ja einfach irgendwelche Knöpfe, bis ich dann irgendwann da ankomme, wo ich hinkommen möchte. Ich weiß nicht mal, wo ich hinkommen möchte. Ich. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Den Knopf werde ich mal deaktivieren. Ist irgendwas gemacht? Ich das Ding noch deaktiviere. La la la. Ich laufe wahllos durch die Gegend. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich bin etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wo das alles hier noch hinführt. Ich öffne Türen und schließe sie wieder. In der Hoffnung, weiterzukommen. Ich kann nicht mal reimen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur zu müde. Mir juckt die Rübe. So. Das Tor ist jetzt offen. Das war auf jeden Fall nicht. Oh! Speichern, das sieht gut aus. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Zwischenraum gefunden. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, den Knopf drücken. Ist es der richtige Knopf gewesen? Ja, wir wissen es nicht, ne? Wir wissen es nicht. Also für mich hat sich jetzt hier faktisch nichts verändert, also zumindest. Habe ich jetzt hier keine Veränderung wahrgenommen? Oh Gott, ey, dieses Level macht mich einfach nur kirre. Da ist zu, jetzt ist hier offen. Oh, jetzt ist hier alles zu, ey. Och, komm schon. Dann gehen wir in den Raum hier wieder. Wo ist er denn? Und deaktivieren mal den da. Ich habe so das Gefühl, dass es. Ich habe irgendwie. Ich habe so ein Geschmäckle, dass das stimmen könnte. Das Geschmäckle ist extrem falsch. Was ist denn das für ein Rätsel? Wirklich, es ist. Ich meine, ja, beschweren bringt sich nichts. Also beschweren bringt ja nichts, aber. Ja, guckt euch das doch mal an. Das ist wahrscheinlich schon das Ziel, hier alle Knöpfe irgendwie zu aktivieren. Ich werde nochmal laden an der Stelle, wo ich jetzt sonst komme ich hier nicht mal weiter. So, ja, Katze, ich weiß. Ich weiß. Ich kreisch auch innerlich, glaub mir. Ich kreisch auch innerlich. So, dann aktivieren wir jetzt mal beide. Und machen erstmal den einen und gucken mal, ob wir dann jetzt einen anderen Knopf drücken können, den wir noch nicht irgendwie gedrückt haben. Ja, wie gesagt, ne, das war halt auch damals genau das gleiche Problem beim ursprünglichen Stream, den ich damals gemacht habe. Ich hatte keinen blassen Schimmer, nicht mal ansatzweise, wo ich hier lang musste. War einfach alles verwirrend. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann mache ich hier wieder die Tür zu. Das will ich aber nicht. Ich werde die Tür offen lassen. Wahrscheinlich einfach, um da an den zweiten Schalter, der noch rot ist, dran zu bleiben. So. Dran zu kommen. So, jetzt habe ich den aktiviert. Jetzt habe ich gerade nichts gehört. Was wahrscheinlich ein gutes Zeichen sein könnte. Oh Gott. Ja, das Problem ist, ich sag mal so, wie es ist, Leute, ne? Diese Rätsel.
verursachen bei mir Kopfschmerzen. Also wirklich, das ist. Guckt euch doch mal das an. So. Ja. Es wird wild durch die Gegend gedrückt. Vielleicht habe ich bald den richtigen Schalter gezückt. Vielleicht komme ich da raus, wo ich rauskommen will. Das ist doch nicht zu verlangt, allzu viel. Bitte Spiel, lass mich doch gehen. Ich bin verzweifelt, kannst du das denn nicht sehen? Lass mich in Frieden, du böses Spiel. Diese Rätsel sind mir wirklich zu viel. Ich drücke wahllos die Schalterinos. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, die Tür da war noch nicht. Oh. Ich glaube, das könnte gut sein. Ich glaube nicht, diese Tür war noch nicht offen, oder? Oh, zum Glück. Zum Glück. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einfach, wie gesagt, wahllos Knöpfe gedrückt. Wunderschön. Wer ist denn das überhaupt? Wer ist denn das hier? Montgomery! Furcoat. The Third. Der sich über seine Modeskizzen beugt. Ja. Berühmt ist er schon für seine Fellmäntel. Keine Ahnung, was ich jetzt hier rede, aber ich meine, es ist schon mal schön, das Bild zumindest in hochauflösender Qualität zu sehen. Ich gehe mal davon aus, ich kann, wenn ich jetzt durch die Flamme springe, sterben. Ja, gut. Hätte er sein können. Vor allem, wer hat hier die Kerzen angezündet? Wer denn? Also, das sind aber die immer gleichen Bilder, ne? Sieht schon schick aus. Sieht schon schick aus. Oder ja, gut. Sterbe ich hier wieder. Ich werde wissen, wo diese olle Münze ist. Wo habe ich die denn? Wo ist sie denn? War die hier oder bin ich jetzt schon fünfmal dran vorbeigelaufen? Wenn ich mich nur dran erinnern könnte. Aber dieses komische Ding, was sich dreht. Also, da sind nämlich verschiedene Nippel. Eins, zwei Nippel. Ist auf jeden Fall dieser Endraum, genau. Ja, ihr seht, da haben wir nämlich hier. Da, die zwei müssen wir aktivieren und dann haben wir es ja. Also, wir hätten ja noch gar nicht durchgemusst. Da war ja nicht irgendwo. Also diese komische Scheibe, an die kann ich mich erinnern. Ich habe nie gewusst, wofür ich die eigentlich brauche. Was war denn das eigentlich? Verzierter Stern. Aber Manni liegt hier auch nicht rum, ne? Ich habe immer gedacht, irgendwie. Dieses Ding, was sich da dreht. Das irgendwie mit dem Stander manipulieren kann. Na, oh! Oh, schön, endlich. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber wir stehen jetzt immer noch vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo die olle Münze ist. Praktisch überall sein könnte. Ich stecke das jetzt einfach mal rein, mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich nichts, ne? Das ist mir zu blöd hier. Am Ende ist es noch ein Bug oder sowas, da habe ich auch keinen Bock drauf. Behalte den Schlüssel jetzt erstmal. Boah, Leute. Da unten ist doch was, oder? Hier Stacheln? Nee. Nämlich keine Stacheln. Da liegt aber auch nichts. Wo ist denn jetzt die Münze? Ich kann mich halt gar nicht dran erinnern, nicht mal ansatzweise habe ich irgendwie ein. Jetzt ey. Ein Anlasspunkt oder ein Anhaltspunkt. Ein Anlasspunkt, das rede ich hier. Ein Anhaltspunkt. Nicht mal ansatzweise. Gut, dann müssen wir einfach weiter suchen.
Also mir wäre zumindest so, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber kann mich natürlich meine Erinnerung auch sehr, sehr trüben. Also wirklich sehr stark trüben. So sehr trüben, dass es fast schon weh tut. Habe ich die Münze oder habe ich sie nicht relativ früh bekommen? War sie am Anfang des Levels, aber die Frage ist dann, wo denn? Wo genau könnte die sich befinden? Oder war das in der Nähe? Oder war das auf der anderen Bahngleise? War doch dieses komische Teil da. Ne, dieser komische Automat. Ich habe so ganz düstere Erinnerungen, dass ich was mit dem machen musste. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja, wie gesagt, das Level ist ja wirklich eine absolute Qual. Wenn ich nur hier reinkäme, entschuldigen Sie. Dürfte ich bitte ein paar Münzen haben? Warum kann ich nicht einfach die Tür aufheben? Ich überlege gerade, ob ich nochmal zurück muss hier. Wo bin ich jetzt gekommen? Geht's mir schon an, sieht alles gleich aus für mich hier. Nee, nicht ducken. Nicht ducken, Lara. Weiterrennen. Wahrscheinlich ist die Münze wieder so blöd versteckt hier, auch so mit der neuen Grafik, dass man sie einfach nicht sehen kann. So, hier war dieses olle Teil. Musste man ja nicht irgendwas machen. Also. Ich erinnere mich, irgendwas hier machen zu müssen. Ich weiß auch nicht. Also. Im Notfall, ganz ehrlich, ich meine, ich schäme mich dafür auch nicht. Im Notfall gucke ich einfach mal nach. Also. Ich habe es halt echt schon wieder vergessen. Es ist schon zu lange her. Hier komme ich auch nicht mehr lang mit Solomons Key oder mit irgendwas. Nicht mit dem Teil. Nö. Nö, nö, nö. Immer dunkler. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, komm. Also, ich guck mal nach. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich möchte euch das jetzt auch nicht antun, dass jemand dabei zuschaut, wie ich jetzt hier 20.000 Stunden rumrenne und nur und praktisch. Ja, keinen einzigen Millimeter vorankomme. Ich guck mal kurz nach, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, also, wie ich schon dachte, es war wieder irgendwas, also ich habe jetzt nicht genau, ich habe jetzt kein Video angeguckt, ich habe jetzt mal kurz bei Tomb Raider Wiki nachgeschaut. Es war, meine Erinnerung war schon richtig. Das war irgendwie, dass ich da mich von den. Ja, also sozusagen von dem oberen Gebiet, wo die ganzen Stahlträger waren, ganz am Anfang des Levels fallen lassen musste. Dann hatte ich den Maintenance Key, also, und mit dem konnte ich dann eine weitere Tür öffnen und bla bla bla. Ihr werdet sehen. Ich hab's jetzt so ungefähr drin, aber ach. Also es ist halt wirklich, ich sag mal so, es ist wirklich einfach eine Qual, da zu spielen. Ich kann's nicht anders sagen. Es ist halt. Tomb Raider 3 ist halt so ein tolles Spiel, ne? Aber diese Kack-London-Level, es ist immer wieder eine Qual, hier durchzukämpfen. Es ist wirklich ein absoluter Krampf hier. Oh, renne! So. Ja. Ansonsten, da. So. Hier oben muss ich mich da. Ich muss irgendwie da hochkommen. Und ich weiß auch, wie ich da hochkomme. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie ich mich da genau fallen lassen muss. Ach, es ist so. Es ist alles nur so schlimm. Naja, und weil das nächste Level wird ja nicht. Ja, wie gesagt, nein, es sind nur zwei Level. Es sind nur dieses Level, das nächste. Und dann. Oh ne, sind es nicht noch zwei Level? Ich
weiß gar nicht, ich blende das mittlerweile völlig aus. Also das ist, genau, hinten war der Block, den habe ich übersehen. Ne, den habe ich schon geschoben, so, das ist schon richtig. Den habe ich geschoben, das ist korrekt. Weiterschieben konnte ich den nicht, ne? Also hier konnte ich mich nur runterfallen lassen, aber da lande ich auf dem Ticket-Booth. Weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, ich möchte es. Weil ich dann wahrscheinlich hier hochspringen muss. Was völlig Quatsch ist, weil ich jetzt genau wieder genau am gleichen Ort wieder rausgekommen bin, wo ich gerade war. Ah ja, warte mal. Jetzt, ich habe das Ding jetzt rausgeschoben. Jetzt muss ich hier. Erstmal liegt da, warum auch immer, immer noch Schrotflintenmunition rum, die ich scheinbar übersehen habe. Ich böser. Das kann ich ja immer so einer anderen Seite machen, aber. Kann ich halt auch nicht. Ja, meine Fresse, mir muss das doch irgendwas gebracht haben, dass ich das jetzt hier geschoben habe, oder? Ich muss da. Ah, ich sehe schon, da oben geht's weiter. Ich muss es ziehen. Ja, das ist ja so. Mensch, ja, jetzt. Ist jetzt sowas, sowas vergesse ich einfach. Einfach nur aus dem Grund, weil irgendwie. Das ist mir alles zu doof hier. So, jetzt, ja, jetzt kann ich hier so dahin springen. Jetzt habe ich mir wieder hier so eine Leiter. So eine Kletter. Komme ich da wieder hoch? Ja, gut, ich komme da hoch. Warum bin ich eigentlich ganz Umweg gegangen? Ich hätte es auch so machen können, eigentlich, ne? Lara, ach Mensch, Lara. Hoch da. Auf den Ticketstand bitte klettern und. Hochkraxeln. Los geht's. Klettern Sie, Miss Croft. Klettern Sie! Jetzt sieht's gut aus. Und jetzt können wir uns da auch fallen lassen. Die Musik wird auch schon ein bisschen. Das heißt bedrohlicher, aber so wie. Oh, hier. Mysteriöses Geheimnis. Jetzt sind wir hier. Jetzt geht's auch. Jetzt kriegen wir es auch hin. Jetzt. So, Maintenance Key. Da haben wir ihn. So, da haben wir noch ein großes Medikit. Was ich mir gleich mal einwerfen werde, weil ich sterbe gleich. Das ist, weil ich die ganze Zeit hier von allen Le möglichen Leuten angefahren werde. Oder angefallen werde. Ey, irgendwie ist das Soundmixing gerade ziemlich komisch. Also, die Türen sind so total laut. Die Schüsse auch. Aber das Stöhnen zum Beispiel von Lara. Ziemlich leise. Aber. Nö, es ist. Das liegt am Spiel und nicht an mir. So, jetzt müssen wir überlegen, wo war das? War das links? Links gab es ja diesen einen Raum, wo wir noch nicht reingekommen sind. Das müsste jetzt. Ja. Jetzt müssten wir langsam den Dreh raus haben. Hoffe ich. Also ich. Wird nicht drauf wetten, aber. Outwitch. Ja, da oben komme ich ja noch nicht lang, oder? Oder komme ich da lang? Hier war auf jeden Fall so ein. Nee, halt, halt, halt. Das führte nicht zum Ticketschalter, das führte zur Schranke. Die da so ein bisschen halb vergraben liegt und für die ich ein Ticket brauche. Und das Ticket kann ich nur kriegen, wenn ich. Ach ja. Wenn ich dann scheinbar bei den anderen Bahnsteig. Oh, das ist wirklich so zermarternd. Also. Das ist immer so lustig, weil ich nehme mir eigentlich vor, so jede Folge soll so. Ja, 2 Stündchen, 2,5 Stündchen. Vielleicht ein 1,5 Stündchen, so. Das ist so mein Minimum, ja, aber. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das. Ein wirklich erschöpft. Also ich glaube, ich hatte wirklich
Also ich glaube, die London-Level sind so eine der Sachen, die mich so spieltechnisch am meisten mit erschöpfen. Jetzt bin ich runtergefallen. Das wollte ich nicht. Habe ich den Maintenance Key? Habe ich den Wartungsschlüssel? Bin ich jetzt runtergegangen? War ich gerade rechts? Ja, ich war rechts. Oder? War ich rechts? War ich links? Wo war ich denn? Wo war ich denn? Ich war links, ich muss rechts. Ja, das ist auch schon, alleine schon Grund, warum ich niemals irgendwie in irgendeiner Art und Weise versuchen würde, einen Speedrun zu machen. Genau aus solchen Gründen. Nee. An solchen Level würde ich verzweifeln. Und ich würde doch fragen, warum ich meine Lebenszeit damit verschwende, die so zeitlich so stark zu perfektionieren. Ich meine, ich habe Respekt vor Leuten, die das können. Also das soll jetzt irgendwie ein Diss gewesen sein. So, passt mal auf hier. So, Wartungsschlüssel da. Jetzt kann man das Loch bedienen hier. So. Wartungsschlüssel, ja bitte. Geht's jetzt endlich mal. Bitte Fackel an, ich sehe nämlich gar nichts. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Nüscht. So. Ich frage mich echt, also die Leute, die damals wirklich kein Internet hatten, und ich meine, das war zu der Zeit ja wahrscheinlich nicht ungewöhnlich. Wer hat das rausgefunden mit den Tickets? Dass man sich die besorgen muss. Wer hat das rausgefunden? Ich komme noch schon nicht noch ein paar Typen. So, eine riesige Dublone liegt da auf dem Boden. Meine Güte, damit kannst du ja jemanden erschlagen, ja. Also, ist da noch irgendwie ein Hinweis auf dem? Das ist einfach nur alter Penny. Ja, der jetzt eigentlich, sag ich mal, jetzt so im Remastered etwas weniger alt aussieht. Sieht eigentlich ganz, ganz brauchbar noch aus. Sollen wir nur wieder zurückkommen, ohne uns das Genick zu brechen. Und ja völlig nach unten zu stürzen. So einen Vollabsturz möchte ich jetzt auch nicht haben hier. Was soll das denn? Gut, dass ich so oft speichere. Habe ich den alten Penny? Das war doch gerade, ja? Yes. So, ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder hochkomme. Deswegen spare ich mir das. Ich glaube, da muss ich den langen Umweg gehen. So. Spaß, Spaß, Spaß. Baller jetzt einfach mal aus Frustration so. Ja, und hier können wir unser Ticket kaufen. Was ich mich frage, was natürlich schön wäre, wenn man das bei allen jetzt machen könnte. Nee. Schade. Wirklich sehr, 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 sehr schade, Tomb Raider Remastered. Das ist eine Sache, die hätten die echt nochmal machen können. Also einfach, das ist so eine Sache, die hätte das Rätsel auch wirklich vereinfacht, wenn man sagen würde, gut, man kann es an jedem Schalter machen. Ja. Okay, ich sehe gerade, was sie gemacht haben. Also zumindest haben sie jetzt ja, okay, also hier hat man überall das Gekritzel und sowas, also die verschiedenen Schilder. Hier hat man das so wirklich so gemacht, dass das eine Schild weiter oben angebracht ist und dann nochmal extra draufsteht: Buy top up and refund bank cards, notes and coins accepted. Also zumindest haben sie es ein bisschen vereinfacht, aber kann man auch schon mal gerne übersehen. Ja, auf dem Boden. Das olle Ticket. Jetzt muss ich links lang, richtig? Jetzt muss ich da hochkraxeln, glaube ich. Hopp. Hopp. Hoppidi hopp. So, genau jetzt. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt kann ich ganz in Ruhe
Hier hochlatschen, kann dann mein Ticket da oben ein entwerten. Und was jetzt kommt, dürfte ja nicht mehr so schwer sein. Ich glaube, der zweite Teil von Aldwood war nicht so schlimm wie der erste. Ja. Das ist halt schon krass, ne? Also ich meine, die ganze Aufnahme geht jetzt schon nur Stunde 15. Ich hänge halt nur in Aldwood rum. Das ist halt, was ich meine. Die nehmen halt immer so viel Zeit in Anspruch. Aber hey, ich meine, es wird besser, ne? Wir haben dann die wunderbaren Nevada-Level, auf die ich mich sehr freue. Die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Und dann auch noch den Pazifikabschnitt. Der auch durchaus Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde den gar nicht. Ja, ich meine, wir haben hier den Wasserfall da, ne? Malibu-Schlucht. Aber ist okay. Das hier ist wirklich das Schlimmste am Spiel. Also, so. Na dann, insert Ticket. Dann machen wir auf hier. Jetzt haben wir uns einen Speicherstand verdient, wirklich. Jetzt haben wir uns einen guten Speicherstand verdient. Hoi! So, jetzt. Jetzt wo muss ich denn hier lang? Das. Ich glaube, wir haben es zumindest gleich geschafft, was schon mal gut ist. Also es ist in, ja, ferner Zukunft, nein, in greifbarer Nähe, wollte ich sagen. Nichts ist hier mit ferner Zukunft, also. So, hier brauchten wir auf jeden Fall was zum Aufbrechen. Ah, ah, ah. Ah, ah. Hast du noch was fallen lassen? Ja. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis es gespawnt ist, aber da ist es. Le Medikit de Lara Croft. So, jetzt komme ich aber nur wieder. Das ist jetzt einfach nur der Abkürzungsmechanismus. Oder was heißt. Nee, ist richtig. Das ist einfach nur eine Abkürzung wieder zurück. Ich weiß jetzt noch nicht, warum ich zurück wollen würde, aber. Ich bin ja froh, dass ich jetzt hier durchgekommen bin. Also, es verwirrt halt nur noch mehr, ne? Also, wenn man jetzt so diese extra Tür hat, die sich einfach öffnet, denkt man sich so, warum? Ist ja nicht so, ich bin schon genug verwirrt hier. Warum müsst ihr mir da noch mehrere Türen entgegenwerfen? Oder Türen aufwerfen, die mich zu Levelabschnitten zurückbringen, wo ich eigentlich gar nicht mehr hin muss, glaube ich zumindest. Aber ich glaube, es war nicht so. Ich muss jetzt hier noch durchkriechen. So, was war hier? War hier irgendwas? Irgendwas von Interesse. Lara, was sagst du? Lalalala. Spring mal da hoch. Oder lass es. Du kannst hier unten auch. Kannst hier unten auch verwesen. Das geht natürlich auch, aber. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. So, wieder zurückkriechen. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Falsche Taste gedrückt. Also, aber gut, ich hab genug Fackeln, oder? Ja, 49 wird hoffentlich reichen bis zum Ende des Spiels. Hoffe ich. Ich glaube, Tinnos war auch noch sehr düster. Ich weiß es nicht. Warum knackt die Musik eigentlich manchmal so? Das hatte ich jetzt auch schon. Auch schon mal so ein Knacken gehört. Oh! Du Arscher! Meine Güte, ey, immer diese Scheißviecher, die auf. Ach. Ja, jetzt stirb, komm, meine Fresse. Die immer aus der Ecke gesprungen kommen, meine Güte, das ist. Jedes Mal das Gleiche. So, gleich mich mal ganz leise an. Sir? Sir? Ich weiß nicht, was sie da machen. Ich weiß nicht, was oder wen sie verbrennen. Ich tue ihnen nichts. Oh Gott. So.
Okay, konnte man hier unten nochmal irgendwie durchkriechen? Ging das? Nee. Aber irgendwie muss man den Zug ja. Oder die U-Bahn muss man irgendwie bewegen. Boah, ey, das ist wirklich. Ich weiß nicht, warum. Ich bin echt dement. Also, ich hätte mich dann daran erinnern müssen, dass da eigentlich ein Vieh war, aber. Man kann sich nicht alles merken, ne? Ah, es war auch schon wieder so ein. So ein Scheißrätsel, ja. Man muss irgendwie den Zug bewegen, damit der irgendwie von, dass man von unten durch eine Klappe da irgendwie hinkommen konnte, wo man hinkommen möchte. So, das ist halt so. Why? Ich meine, why? Wirklich, wieso? Ich verstehe es nicht. Na gut, ich muss auch nicht alles verstehen. Ja, was haben wir denn hier? Wieder nur Schrotflintenmunition. Und da doch ein wunderschönes Mödi-Kit dazu. So, okay, haben wir das schon mal. Hat mir was gebracht? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Hier ist alles zu. Gut, das hat mir jetzt alles gar nichts gebracht. Halt das Gefühl, also warum habe ich die Dinge getan? Ich verstehe es nicht. Wenn er geht wieder zurück, das muss ja einen Grund haben, warum er mich wieder zurückleiten möchte, oder? Aber wie gesagt, den Grund habe ich vergessen. Da ist eine Brechstange, da muss ich die Brechstange verwenden. Das heißt, die müsste ich hier eigentlich irgendwo finden. Da komme ich nicht durch, da ist wirklich. Also komme ich da durch? Doch hier um die Ecke, aber. Bringt mir auch nichts. Aha, hier können wir dieses komische Rad da einsetzen. Oder? Gut, der verzierte Stern. Hat doch noch was gebracht. Tut mir leid, aber. Du kennst La, du weißt, wie sie drauf ist. Und es ist wieder nur ein Sekret. Olles Sekret. Na, es muss ein gutes Sekret sein zumindest, weil. Ja, ich meine, dieser Stern war auch schon ziemlich versteckt. Krieg ich schöne Waffen. Irgendwas. Irgendwas Schönes. Wenn ich diesen langen Gang da entlang krieche. Ich meine, die Sache ist, ich habe jetzt hier noch nichts Gutes gefunden und noch nichts Neues gefunden. Den Fahrerschein ist schön, den Salomo-Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, den ich brauche für den, für das, ja, sozusagen für das Insektenunterschlupf. Aber bin ich ja noch nicht. Was war jetzt das Geheimnis? Der Kristall oder was? Wow. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, La. Wo bin ich denn schon wieder? Nee, jetzt. Ich möchte schon mal in das neue Gebiet haben. Da wird ja irgendwas sein. Wird ja irgendwas sein, was für mich von Interesse ist. Ich brauche nur Stangen de Brech. Bin ich wieder hier? Warum? Nee, komm, ich lauf den Weg. Oh Leute, ich kann mich nicht mehr orientieren. Ich finde mich nicht mehr zurecht hier. Was ist da unten? Oh komm, ich lade jetzt scheiß auf das Geheimnis, ey. Ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht, wirklich. Es ist einfach nur zum Kotzen. So, hier habe ich das letzte Mal gespeichert. Da waren auf jeden Fall noch die
Schrot finden, Munition. Ah. Oder habe ich die schon genommen? Nee, habe ich noch nicht. Na dann nimm. Take it or leave it, Lara, ne? So, komm. Langsam muss das Ende mal. Das Ende muss ein Level haben, genau. Hm, jetzt geht's schon los hier. Es ist aus. Warum? Das hat auch noch gebrannt das letzte Mal, oder? Ich muss halt irgendwas mit dem Ding machen, das weiß ich. Man muss das irgendwie bewegen. Jetzt nicht zur Seite schieben oder sowas, aber es gab irgendwie einen Knopf oder irgendwas, mit dem man das bewegen konnte, aber wo? Das ist hier die Frage aller Fragen. Wo und wie und warum? Mann, Mann, Mann. Also, weißt du, ich glaube so, das Remastered wäre noch besser gewesen, wenn man sich entschieden hätte, einfach alle, ja, alle London-Level zu löschen. Ja, Hauptsache, der Po von Lara glänzt, ne? Also hier geht doch jetzt irgendwie eine Tür zu oder auf, oder? Die Tür ist zu. Hier muss doch irgendwas sein. Hier ist doch was, aber da... Da ist zu. Hier komme ich auch nicht durch. Die ganzen Klappen sind geschlossen. Ja, also ihr seht nur, weil ich es einmal durchgespielt habe, heißt es noch lange nicht, dass ich mich, ja, dass manche Abschnitte nicht genauso quälend sind wie vorher auch. Den Hauptraum zurück, wenn ich ihn denn finde. Sieht doch alles so gleich aus hier. Ist er, bin ich nämlich wieder in die falsche Richtung gelaufen. Das ist der Bahnsteig Nummer, weiß ich nicht, der wie viele Bahnsteig das jetzt schon war, den ich gesehen habe. So, hier oben wollte ich nochmal hin. Ob ich hier irgendwas machen kann. Ja, ist mir klar, dass es nicht funktioniert. Nö, ne, da brauche ich halt die Brechstange, aber... Frag mich nicht, wo die sein soll. Ja. Es ist doch nicht wahr. Hier wieder irgendwas drücken oder so. Insert Ticket, ja, das haben wir jetzt ja geschafft hier. Da drin ist nichts, wenn ich jetzt hier runterlaufe. Haben wir auch nichts. Lara, bitte jetzt nicht festglitschen. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach... Es ist so ein furchtbares Level. Also... Ja, jetzt können wir wieder zurücklaufen. Herzlichen Glückwunsch. Das Alter, was ich noch machen könnte, ist tatsächlich... Ich habe nur eine Idee oder so. Ich meine, dieses... Hier konnte man hier nicht irgendwas machen? Ging das nicht oder so? Weiß nicht. Ich guck noch mal nach. Komm, ich habe jetzt keine Lust mehr. Wirklich, ich habe die Schnauze voll. Es tut mir wirklich leid, Leute, ne? Also, bis gleich. Ach, Mann, ey. Das Spiel verwirrt mich immer mehr. Wirklich. Das Spiel verwirrt mich einfach immer mehr. Ja, Katze. Alles gut. Also, ich muss mich jetzt wieder in das eine Loch da fallen lassen. Und irgendwie muss ich von der richtigen Seite kommen und mich dann drehen und wenden und... Ach Leute, ich weiß es doch nicht mehr. Ich will, dass es ein Ende hat.
Ich sag mal so, wie es ist, wenn ich jetzt nicht irgendwie den Anspruch zumindest hätte an mich, das Level irgendwie zu schaffen, würde ich auch sagen, ey, komm, ehrlich, ich cheat mich ja durch, jetzt mir jetzt ja, ganz ehrlich, aber. Der hat sich jetzt irgendwie so ganz komisch hier. So. Der ist hier durchgekrochen. Aber das Ding ist zu. Hä? Ich hab's doch gerade im Video gesehen, der ist doch gerade hier seitlich da rein und hat ist dann da durchgekrochen und dann ist das Teil wieder aufgegangen. Aber also ich muss da jetzt irgendwie lang, da ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was, was ich haben möchte. Oder sind Schalter ab. Aber was muss ich jetzt hier machen? Also jetzt muss ich da irgendwie wieder resetten können, oder? Bin ich jetzt für alle Ewigkeit verloren? Habe ich Pech gehabt oder was? Jesus. Er hat doch. Ich hab's doch gesehen, dass er das gemacht hat. Er ist in das Loch gefallen. Er ist in das Loch gefallen. Ist dann gleich hier links und dann ist er da durch hingekrochen, aber. Irgendwie funktioniert es nicht mehr. Habe ich jetzt irgendwie. Ist es jetzt ein Bug oder sowas? Soll das so sein oder? Dass ich jetzt einfach einen Bug ausgelöst habe, was natürlich ziemlich scheiße wäre, ehrlich gesagt. Also würde ich jetzt nicht so begrüßen. Oder ist er nochmal eins tiefer gegangen? Das ist ja das Problem, hier ist ja alles zu. Egal, wo ich hinlaufe. Ich habe es mir doch gerade angeschaut. Der ist doch hier durchgekrochen, ist dann hier. Ist dann hier hoch. Ach, Jesus. Ich bin genauso schlau wie vorher. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe doch genau das gleiche gemacht wie er gerade. Es ist doch nicht. Nichts anderes. Oder muss ich jetzt hier nochmal durchrennen und ich weiß es doch nicht. Das Tor hat sich bestimmt nicht umsonst geöffnet. Scheinbar muss ich hier wirklich noch mal was aktivieren oder irgendwie. Irgendeine Scheiße muss ich hier noch machen. Also. Irgendein Mist. Wahrscheinlich wirklich an diesen komischen Teil da rumfummeln oder sowas. Oh, Katze. Was ist denn los? Ja, ich weiß. Das Level macht mich auch gerade ein bisschen Körre. Ich guck noch mal nach. Sorry, ich habe jetzt. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder sowas. Ich muss mal gucken, was er da gemacht hat.